liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt hier zugange bei dem ersten Teilauftrag des Bades. Möchte aber vorher ganz schnell nochmal was gucken. Zum einen, die Lagerhalle mit Anbaubüro wird noch gearbeitet und ich habe einen Kommentar bekommen, dass wir also vielleicht die Grafik noch eine Stufe runterschrauben sollen. Das werden wir mal testen. Gehen wir mal auf Mittel. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu viel ausmacht. So, alles klar. Mal gucken. Ja, man sieht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied. Ich hoffe, dass man jetzt das Spiel dafür nicht neu starten muss. Schauen wir mal. So, und wir sind definitiv hier jetzt auf der Baustelle Nummer 2. Genau, eins wird erledigt. Das heißt, damit wir da auch mit dem Schwimmbad vorankommen, fahren wir da nicht hin, sondern ich lasse uns da mal hinbringen. Für 175 Euro ist das, denke ich mal, kein Problem. So, hier sehen wir, wir haben eine Menge zu baggern. Ja, das Becken, also man kann es schon so, glaube ich, leicht erkennen. Was hier etwas dunkler ist, das soll, glaube ich, alles später Pool werden. Von daher, ja, werden wir erstmal uns hier mit dem Kipper verlustieren, weil ich habe jetzt noch nicht so wirklich die Ahnung, wo es dann im Endeffekt hingeht. Und bevor wir uns da wieder irgendwas in den Weg stellen, will ich zumindest gucken, dass wir so nach und nach oder zumindest einen Kipper hier schon mal irgendwie hinkriegen. Andere Überlegung wäre natürlich Kipper vollmachen. Das irgendwo ganz in die Ecke der Baustelle zu schaffen. Damit könnten wir vielleicht auch was erreichen. Ja, wenn wir uns jetzt auf alle Fälle erstmal hier positionieren und mal gucken, ob wir heute wieder so viel baggern müssen. Ich hoffe nicht, dass es wieder so viele Folgen gibt, sondern dass es ein bisschen schneller geht. So, jetzt sagen wir so ein bisschen in die Mitte, dass wir auf alle Fälle hier auch dann entsprechend arbeiten können. Gehen wir in den Baumodus, wechseln auch natürlich die Kameraansicht. So, und ja, dann kann es losgehen. Mal schauen, ob wir da jetzt schon weit genug sind. Ich versuche es mal gerade. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sind zwar nicht ganz in der Ecke, nee, bei weitem nicht ganz in der Ecke, aber ja, zumindest der Fortschrittsbalken bewegt sich relativ zügig. So, und ich hoffe, dass wir aber hier weit genug sind. Ja, ziemlich gut. Okay, also von daher können wir da arbeiten. Dann werden wir uns erstmal hier ein bisschen durchbuddeln. Ja, schade, dass es da keine direkte, keinen direkten Erfolg gibt von wegen dem Baggern. Also es gibt zwar einen, aber der ist dann nur auf die Anzahl der Baggermissionen beschränkt. Aber hat jetzt in dem Sinne nichts mit der Menge zu tun, die wir verbaggert haben. Von daher gucken wir mal, dass wir zumindest hier gut vorankommen. Ich hoffe, der Fortschrittsbalken braucht diesmal nicht ganz so lange. So. Also die ersten Löchelchen buddeln, aber ich sehe schon, wir sind eigentlich noch zu weit weg. Mal gucken, ob wir das vielleicht dann gleich noch ein bisschen korrigieren können. Wir schauen mal gerade. Wenn wir das mal so machen, ich werde mal ein Stückchen so rüber vorfahren. Ich glaube, so ist das ganz okay. Dann versuchen wir es hier nochmal, mal schauen, ob wir jetzt weit genug sind. Denn man fängt natürlich nicht irgendwo mittendrin an, sondern nach Möglichkeit ziemlich am Rand. So, ja, das sieht dann schon mal ganz gut aus. Mal ein Stück höher. Muss natürlich ein bisschen weiter schwenken, aber das sollte dann trotzdem passen. Ja, geht wunderbar in den Kipper rein. Oh, und ja, der erste Balkenanzeige war ganz schön schnell, ne? Da, klar, da ging es dann los. Aber jetzt im Moment sieht man irgendwie nicht so wirklich viel Fortschritt. Naja, so ganz langsam tut sich's. Ich bin mal gespannt, wie lange wir diesmal baggern müssen. Ja, mit der Grafikeinstellung, da hieß es ja auch, die Texturen, die sind dann etwas verschwommener oder nicht so detailliert. Entweder bin ich jetzt noch nicht so ganz wach, weil wir haben kurz nach 7 morgens, oder ich sehe das einfach nicht, aber ich denke mal, so geht es von der Qualität eigentlich auch noch. Ich glaube, das sind dann eher die Details, die so im Hintergrund laufen. Zumindest habe ich den Eindruck, es ruckelt nicht mehr ganz so sehr. Also da nochmal danke für den Tipp, das ist dann doch nochmal eine Stufe besser geworden. Aber ehrlich gesagt, noch weiter runter möchte ich die Grafikeinstellung auch nicht schrauben, weil wir wollen ja auch von dem Spiel noch was haben, also ne, ansonsten wäre das ein bisschen blöd. So, und vom Baggern her klappt es eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt zumindest schon mal immer die vollen Baggerschaufeln. Dann schauen wir mal, wie weit wir dann ja später kommen. Also ich hoffe, dass wir da doch einiges erreichen. Die Fläche ist, glaube ich, nicht ganz so groß wie die vom eigentlichen Pool vom Bürgermeister. Also ich habe da jetzt auch doch die Hoffnung, dass wir nicht so viel baggern müssen wie beim letzten Auftrag. Das war ja dann doch schon ziemlich
ja, langatmig gewesen. Ne? Wir haben da einige Folgen nur gebaggert, 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 sonst ist nichts passiert. So, Vorarbeiter ist natürlich fleißig dabei, weiter Geld für uns zu verdienen. Das ist schon mal sehr gut. So. Und dann schachten wir jetzt am besten erstmal hinten den Bereich aus am Rand entlang. Und danach werden wir dann gucken, dass wir uns langsam vorkämpfen. Ja, aber der Balken geht doch schneller voran. Sieht man schon, deutlich schneller. Weil wir haben jetzt schon einen sichtbaren, ja, Fortschrittsbalken. Den hatten wir beim letzten Mal nach 5-6 Schaufeln noch nicht. Also ich habe da echt ja, die Vorfreude, dass wir da nicht so lange dran rummachen müssen. Zumal ich glaube, dass der Auftrag auch ein bisschen aufwendiger wird. Da müssen wir wahrscheinlich viel Beton gießen, einiges an Material holen. Also auf den Auftrag freue ich mich schon, weil das wird ja ein richtig großes Projekt, was wir jetzt durch den Bürgermeister bekommen haben. Also von dem Punkt ist es schon hochinteressant. Oh, der Kipper ist schon fast voll, der erste. Dann könnten wir uns das natürlich auch jetzt ganz easy machen. Bin ich gerade überlegen, ob das Sinn macht. Wir könnten uns im Prinzip gerade dann zum Kieswerk schaffen mit dem Muldenkipper und dann den dort ausleihen. Das bringt ja jedes Mal 4000 Euro. Da haben wir vielleicht sogar mehr von, als wenn wir dann ja, das irgendwo hier in die Ecke kippen und vielleicht dann doch irgendwo einen Weg haben. Außerdem sieht das auf der Baustelle schon sauberer aus. Ich würde das dann aber allerdings zum Kieswerk ja, über den beschleunigten Weg machen, weil wenn wir jedes Mal dahin fahren, dann haben wir da doch ziemlichen Zeitaufwand. Und wir wollen ja auch mit dem Auftrag vorankommen. So, sieht aber schon gut aus. Ich schätze mal, der dürfte auch bald das erste Mal voll sein. So, da nochmal schön reinhauen. So, auch schon wieder voll. Sehr gut. Ups, nicht ganz so hoch. So, sonst haue ich den Kern noch um. So, und ich glaube, das war's schon mit der ersten Fuhre. Das heißt, wir probieren das jetzt mal. Wir steigen mal aus. So. Bewegen uns mal hier auf den kleinen Kerl zu. Und gehen von hier aus mal direkt zum Kieswerk. Kostet 182. Ich denke mal, das lässt sich aus dem Grund sehr, sehr gut. Wo kommen wir da raus? Da kommen wir raus. Okay. Lässt sich ganz gut rechnen, weil wir kriegen ja 4000 Euro für die Erde. Also von dem Punkt, denke ich mal, rechnet sich's auf alle Fälle. Bringt uns auch ein bisschen Geld ein. Ist zwar jetzt nur Kleingeld, aber immerhin, weil wenn man sich die monatliche Abrechnung anguckt, die liegt so bei 90.000 Euro. Wenn wir das jetzt so ein paar Mal machen, haben wir sozusagen nur mit der abtransportierten Erde schon fast das Geld dafür drin. So, einmal hier ran und das Ganze einmal auskippen. Auskippen ist Pfeil nach oben. Ich war jetzt eben noch bei der Tastenkombination Basel. Hab da ein bisschen falsch gedrückt. So, jetzt passt's. Ein Stückchen nach hinten, dass das alles schön zählt und reingeht. So, dann lassen wir das mal alles da reinlaufen. Dum-di-dum-dum-di-dum. Ja, so schnell müssten wir mal 4000 Euro verdienen können, ne? Das wäre natürlich klasse. So. Und wie man das auf der Baustelle oft sieht, ne? Während dem Fahren, obwohl es eigentlich so nicht erlaubt ist, wird das schon mal runtergemacht. So, und 4014 Euro. Also ich glaube, das rechtfertigt definitiv schnell mal die 300 bis 400 Euro Kosten von und zur Baustelle. Weil allein damit sparen wir dann schon mal ein bisschen was. So, dann fahren wir auch gleich wieder auf unsere Position. Weil so ist das, glaube ich, dann doch ein bisschen ordentlicher. So. Ich denke mal, so stehen wir wieder ganz gut, steigen wieder aus und machen beim Baggern weiter. Da würde ich mich ganz gern gucken, dass wir da heute vielleicht ganz gut vorankommen. So, das sieht eigentlich ganz schick aus. Das ist die Überlegung, wollen wir dann gleich schon umstellen auf die nächste Runde? Einen kleinen Tick nach vorne oder gucken wir gleich mal. Ein Stückel hoch, dass wir nicht wieder hängen bleiben. Ich hoffe, wir sind diesmal auch wieder nah genug dran. Ja, das sieht wunderbar aus. Alles klar. So, dann gehen wir erstmal hier drüben noch an die Ecke. Und vielleicht ein bisschen einklappen das Ganze. Dass wir da nicht zu weit hinten an der Linie außerhalb buddeln, weil das bringt uns nichts. Wir müssen dann schon in unserem Bereich drin bleiben. Ah, halt, 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 halt. Nicht rauskippen, nicht rauskippen. Ich Doofkopf. Eieiei, jetzt habe ich wieder mit den Tasten hier. Ich wollte doch den Arm nach vorne so und den rüber und dann geht's doch. Mama. Da haben wir natürlich jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten. Das war nicht so toll. Gucken wir hier nochmal rein. Oder wir probieren es mal hier nach ganz, ganz, ganz hinten.
So, na, bringt aber auch nicht viel. Also klar, wir kriegen die Baggerschaufel voll, aber nicht wie ich jetzt gedacht hatte, dass wir dann da in Richtung der Grenze sozusagen noch ein Stückel kommen. Aber so geht's. So, dann ganz kurz ein Stückchen zurückfahren. So, das reicht schon. Ja, und dann können wir nämlich gleich an der nächsten Reihe anfangen und arbeiten so von hinten nach vorne. Ja, ich weiß, es geht eigentlich auch anders, nämlich so, dass man einfach nur den Baggerarm ein bisschen bewegt, aber ich wollte jetzt nochmal ein Stückchen zurück. Die nächste Runde können wir dann mit dem Baggerarm machen, wenn wir auch ein bisschen näher dran sind. So, ja, Fortschrittsbalken sieht noch nicht nach wirklich viel aus. Gucken wir jetzt mal gleich, was uns da erwartet. Ein paar Minuten haben wir ja auch noch, da können wir ja noch ein bisschen was arbeiten. Aber so insgesamt sieht das, glaube ich, schon mal ganz okay aus. So. Ja, und ich heute Morgen, ne, um kurz vor 7 aus dem Fenster geguckt und traute meinen Augen nicht. Wir hatten heute Morgen die ersten Schneeflöckchen, beziehungsweise haben wir immer noch. Jetzt habe ich vor lauter gestern bei Audi schon meinen Termin für die Winterreifen gemacht. Ja, das ist nächsten Mittwoch, ne? Ich hoffe, das hält so lange noch. Ansonsten muss ich auf eins der anderen Autos umsteigen. Die haben zum Glück Ganzjahresreifen, sind aber dafür technisch noch nicht so ganz, ja, fortschrittlich, ne? Also da ist dann jetzt so ein Kompromiss, wo man sagt, lieber mal eine Runde vorsichtig fahren. Denn ich glaube, viele haben jetzt noch die Sommerschlappen drauf. Und ja, da sollte man natürlich bei so einem Wetter unheimlich aufpassen. Denn das könnte ruckzuck eine kleine Rutschpartie werden. Der Boden ist zwar jetzt in dem Sinne noch nicht so gefroren, dass der Schnee schon wahrscheinlich komplett liegen bleibt. Aber es kann natürlich in Verbindung mit dem Laub und allem doch jetzt ab und zu schon mal ein bisschen brenzlig werden. Und man muss natürlich auch immer noch ja, auf die Sorgfalt und Vorsicht der anderen Autofahrer rechnen. Also ich sage das zu meiner Freundin immer, naja, du musst für jeden anderen Idioten mitdenken. Also da ist es schon angebracht, lieber mal einen Ticken vorsichtiger zu fahren. Und man weiß ja auch nie, ist jetzt durch Wind vielleicht an der Brücke oder so schon mal ein bisschen vereist. Also an alle Autofahrer, die noch nicht so viel Erfahrung mit Schnee haben. Ich will ja jetzt nicht den Verkehrslotsen spielen, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung den Tipp geben, ja, es ist ein anderes Fahrgefühl als im Hochsommer und die Reifen, wenn ihr noch Sommerreifen drauf habt, reagieren oder haften bei den Temperaturen natürlich nicht mehr ganz so optimal, weil die Gummimischung, je kälter es wird, natürlich auch fester wird und dadurch, sagen wir, die Flexibilität auf der Straße nicht mehr ganz so gegeben ist. Möchte jetzt keinem Angst machen, ich möchte nur sagen, fahrt auf alle Fälle vorsichtig da draußen, liebe Freunde, denn ich möchte ja nicht, dass einem von euch was passiert, ne? So. Back to the Thema, ne? Aber ab und zu auch immer mal wieder so ein Tipp aus dem Leben. Ja, wir buddeln hier fleißig weiter. Kommen eigentlich mit dem Fortschrittsbalken besser voran als gedacht. Der zweite Muldenkipper wird jetzt auch schon so langsam gefüllt. Ja, und man kann auch so langsam erkennen, das soll mal ein Loch werden. Ja, gehen wir hier mal rein. Ja, das sieht doch auch schon mal richtig gut aus. Zwar die Schaufel nicht ganz voll, aber wir räumen einiges ab. Das ist schon mal sehr gut. Die ersten 20 Kubikmeter haben wir schon weg. Und da sehe ich gerade, die nächsten 20 haben wir auch schon gleich fertig. Also wenn man sich mal überlegt, was da für Erdmengen bewegt werden, das ist schon richtig wahnsinnig, ne? Das ist schon echt der Hammer. So. Ah, sieht so aus, als denke ich mal, naja, was würdet ihr tippen? Gut, Auflösung kommt ja eh gleich. Kann ich jetzt leider nicht auf die Antworten warten. Aber ich würde sagen, so 10-15% dürften wir dann so haben. Ungefähr. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das werden wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken. Und in der nächsten Folge werden wir dann noch ein bisschen weiter buddeln. Aber ihr seht, es wird nicht ganz so lange dauern. Denn ja, wir sind ja jetzt schon deutlich weitergekommen als beim letzten Mal. Da hatten wir, glaube ich, nach dem ersten Baggern, das war eine komplette Folge, gerade mal 8 oder 10% zusammen. Also das war dann schon heftig. Aber jetzt, denke ich mal, sind wir da schon ein bisschen weiter. Und ihr habt ja auch gesehen, es kommt ja auch dann irgendwann der erlösende Spruch, möchtest du weiter baggern? Und da sagen wir mal ganz dezent, kein Bock. So, nur ein Schäufelchen geht, dann dürfte auch die Karre voll sein, glaube ich. Scheint auch noch so ein Bug zu sein, während der Karren voll ist und man schüttet es rein, verschwindet es sozusagen schon da drin, aber es wird nicht mehr gezählt, also man kann die Erde sozusagen im Nirvana verschwinden lassen. So wie jetzt, ihr seht's. Es tut sich nichts, aber es fällt auch keine Erde nebendran. Das bedeutet, Kipper ist voll.
So, wir steigen mal aus. Wunderbar. Kipperchen werden wir in der nächsten Folge dann leer machen. Und ich möchte natürlich jetzt nochmal in den Aufträgen reinschauen. Wie schaut es denn aus? Ja, 11%, naja. Ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr, weil ich hoffe auch, dass wir dann bei Zeiten weitermachen können. Wir gucken mal gerade, was gibt es denn noch? Da müssen wir noch ein baggern. Nochmal baggern. Gerade mal gucken, 94.000, 84.000. Das heißt, der Bereich ist ein bisschen kleiner zum Ausbaggern, das ist gut. Da haben wir dann die Armierungseisen in Ordnung. Da haben wir nochmal einen markierten Bereich zum Ausbaggern, das ist aber dann nicht mehr wirklich viel. Aber ihr seht, es ist immer gut, dass wir uns die Erde aufheben, denn es soll immer wieder auch Erde transportiert werden. Wandgrundierung, Zementstärke, nochmal ausbaggern, das wird nochmal richtig viel. Oh Gott. Da wird nochmal ausgebaggert. Ach du lieber Gott. Also wir haben da richtig, richtig viel Arbeit. Ich bin echt mal gespannt. Rollrasen, na, das sieht dann schon eher Richtung Finish aus, denn dann kommt noch der Vorarbeiter und Dead Wars. Und in diesem Sinn sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder bei einem anderen Projekt wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.